Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Violett, die Indigo-Blaue Scheibe, den zweiten DLC, und wir schauen uns erstmal hier im Raum um, bevor wir mit der Story weitermachen. Weißt du, mein Pikachu und ich geben in der Blaubeerliga unser Bestes. Oh, Pikachu noch am Schlafen. Oh, Minispiel, erstes Level, zweites Level. Meiner Bots liebt diese Laufbänder. Trotz auch voller Energie. Ach, das war's schon? Dieser Spind gehört einem Mitglied der Liga AG. Du solltest ihn lieber nicht öffnen. Aber ich bin auch ein Mitglied. Wo ist mein Spind? So, wir sollten ja hier an diesen... Oh, Mogelbaum-Porygon. Elegit. So, das ist der PC der Liga AG. Was möchtest du tun? Ja, ich sollte BB übertragen, ne? Hilf uns mit coolen Wurfstilen. Wolltest du deine Pokébälle schon immer auf coole Weise werfen? Gegen eine kleine Spende kannst du mit mir an der Entwicklung neuer Wurfstile arbeiten. Belohnung. Neue Wurfstile werden freigeschaltet. Lässiger Stil und lockener Stil. Oh, das hört sich doch gut an. Bring. Danke für die Unterstützung, Soul Hunter. Tut mir leid, dass wir das Ganze über das Handy machen müssen, aber uns kommen sicher auch so ein paar zündende Ideen für neue Wurfstile. Also der Arm muss zunächst so und das Bein dann so. Ja, ich hab's, das ist es. Ist klar, mit dir darüber zu sprechen hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du dein Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Du verfügst jetzt über einen großen Auswahl an Wurfstilen. Wie ändere ich den Wurfstil? Das ist die nächste Frage. Schon erledigt? Nicht schlecht. Und das, obwohl es das erste Mal für dich war. Du scheinst echt was drauf zu haben. Ich habe hier noch ein tolles Geschenk für dich. Kriege ich bitte die PP-Punkte wieder zurück? Ein super Fang wie du kann damit sicher was anfangen. Superfang-Pin, ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Das kannst du auch noch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlook unterwegs. Ach, liebes bisschen. Wie gesagt, wir sind jetzt vorläufig AG-Buddies. Also kannst du die Kiste benutzen, wann du willst. Und hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir unbekannt viele Snacks nehmen. Ein besonderes AG-Angebot. Du meinst die ganzen Pokémon, die du aufgebrochen und dann vergessen hast? Keine Ahnung, wie lange die hier schon rumliegen. Hast besser die Finger davon. So, nach dem ganzen Erklären kommt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mache einen Abstecher in die Mensa. Wenn du offiziell Mitglied werden willst, könnten wir uns bei einem Mensa-Date darüber unterhalten. Okay. Bei einem was? Wir sehen uns. So ein Trottel, was geht nur in seinem Kopf vor? Und ein Mensa-Date? Was soll das denn bitte bedeuten? Naja, ein Date ist... Ich weiß, was das ist. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Sorry, dieser Raum stresst mich einfach. Lass uns woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Wie wär's mit deinem Zimmer? Ich möchte jetzt erstmal wissen, wie ich hier den Wurfstil ändern kann. Bestimmt auch hier. Bestimmt hier irgendwo. Wir haben Winter, also bitte Winter-Outfit. Oh Gott. Ui. Die sind knapp, die Kleidung. Ach komm. Ein Eisgebiet Fremer uns halt eben den Arsch ab, aber was soll's. Wo ändere ich jetzt aber meinen Wurfstil? Voilà. Nee,
fängt ja schon wieder gut an hier. Ui, umgezogen. So, keine Ahnung, wie ich den Wurfstil ändere. Habe ich noch was? Ah, ändere deinen Wurfstil. Und dann hole ich mir das hier noch. Pirettenstil, Ninja-Stil. Danke für deine Unterstützung. Wollen wir an ein, zwei neuen Wurfstilen arbeiten? Boah, ich verrede mich wieder heute. Alles klar, mit dir darüber zu sprechen, hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du dein Wurfstil ändern willst, bitte dich einfach an mich. Hilf uns mit dem Wurfstil eines Ex-Champs. Okay, ändere dein Wurfstil bitte. Ja, bitte. Ring. Vielen Dank, Sonta. Was für einen Wurfstil möchtest du lernen? Den Pirouettenstil möchte ich gerne mal ausprobieren. Alles klar, halt den Ball voller Entschlossenheit und dann zack. Du verwendest nun beim Werfen den Pirouettenstil. Wenn du einen anderen Wurfstil ausprobieren willst, melde dich einfach. Bis dann. Oh, das ist ja praktisch. So, ich habe gesagt, ich kann mir hier Snacks nehmen. Auf dem Tisch liegt ein Haufen angeknabberter Süßigkeiten sogar. Nein, danke. Ich möchte gerne mein Zimmer. So, das hier ist also dein Zimmer. Fast alle Schüler wohnen in Schlafräumen hier an der Blaubeerakademie, meinst du? Wie findest du es so im Vergleich zu den Zimmern an deiner Akademie? Alles ist sehr blau. Naja, wir haben ja auch Blaubeere im Namen. Klar, dass das alles blau ist, bis auf die Türen. Du kannst mich ja demnächst mal in meinem Zimmer besuchen. Ach richtig, ich wollte noch mit dir über ein paar Dinge reden. Über Levi zum Beispiel und über Joe. Levi? Levi, diesen Knallkopf darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Nullbock-Ausstrahlung, aber man weiß nie, was er gerade wieder ausheckt. Dieser Volltrottel regt mich echt auf. Er geht auch kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Traut mir jedenfalls nicht über den Weg. Auf keinen Fall, klar? Und dann gibt's da noch was. Joe, ich meine... Du hast ihn ja vorhin gesehen, in letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Gitakami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein, Tag aus trainiert und kämpft er mit seinem Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf opfern muss. Er ist wirklich viel stärker geworden. Sogar Levi, der mal der Stärkste an der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Mittlerweile ist Joe der Leiter der Liga AG und Cem der Blaubeer-Liga. Bestimmt hat er viel zu tun, in letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Aber was soll's, das ist wahrscheinlich nur so eine Phase von ihm. Joe hat sich verändert, aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin ein guter Freund, ja? Danke. Naja, du hast jetzt gleich dein Mensa, ich meine, du triffst dich gleich mit Levi, oder? Ich würde gerne mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz fertig schreiben. Es wäre schon cool, wenn du auch der Liga AG beitreten würdest. Wenn Levi dir irgendwie blöd kommt, verpass ihm einfach einen ordentlichen Doppelkick. So, dann gehe ich jetzt auf ein Date. Auf in die Mensa. Oder Akademie-Kiosk. Oh, oder wir gehen zuerst in die Klassenzimmer. Schauen wir uns an, wie die Klassenzimmer hier aussehen. Ob es ein bisschen... Oder einfach nur Copy und Paste ist mit anderen Farben. Ich will schlafen.
und nachts. Die Bildschirme sind mit der Uhrzeit verknüpft. Wenn es draußen Nacht ist, wird auch in der Kuppel der Nachthimmel angezeigt. Wir sind unter Wasser. Blub, 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 blub. Dieses Klassenzimmer befindet sich unter Wasser. Auf dem Monitoren wird der Himmel gezeigt, damit man sich nicht so eingeengt fühlt. Ich hab's geschafft. So, dann einmal Klassenzimmer der 3-2. Und welches Item trägt es? Eine Brunusbeere. Konzentriere dich. Hast du auch Hunger? Bleib weg. Halt, komm mir lieber nichts. Halt, komm mir lieber nicht so nah. Von mir geht nämlich eine große Gefahr aus. Ignoriere mich am besten einfach, okay? Nein. Jetzt sag bloß, ist es denn die Möglichkeit? Du etwa auch? Ja. Tatsache, du hast die Stimme also auch gehört, nicht wahr? Nein. Verstehe es. Sag mal, von wem kommt deiner Meinung nach dieser Stimme? Vom Wind. Wie bitte? Vom Wind also? Na gut, damit kann ich arbeiten. Du spürst es auch, oder? Dieses schaurige Kribbeln in deiner Hand. Meiner rechten Hand? Deiner rechten Hand? Dann habe ich mich wohl doch ziemlich in dir getäuscht. Okay. Auf dieser Wiese. Als ich neulich über eine Wiese gegangen bin, kam plötzlich ein Wind auf und ich hörte einen seltsamen Gesang. Ach, ist das dieses Pokémon, was man hier fangen kann? Meluta? Oder wie das Pokémon heißt? Akademie-Kiosk. Auf einer Wiese. Wind. Und Gesang. Okay, das sieht lecker aus. Willkommen. Was gibt's denn hier Schönes? Willkommen. All unsere Waren gibt's im Tausch gegen BP. Also. Protein vielleicht? Legierungsmetall. Auf welches Pokémon man wohl Legierungsmetall anwendet? Vermutlich auf ein Metallenes? Titanen. Jeder Pokémon-Trainer strebt danach, der oder die Stärkste zu werden. Ein Titan unter den Trainern sozusagen. Deswegen würde ich gerne irgendwann mal ein Pokémon mit einem Titanenzeichen sehen. Kannst du mir diesen Wunsch erfüllen? Eines Tages vielleicht? Weiß nicht, was ein Titan-Pokémon hier ist. Aber das sind diese Event-Rates, die ich überhaupt nie gemacht habe. Bis auf Eisen. Dingsbums. Pokémon-Boxen. Wie hieß das Pokémon? Aber was mit Eisen? Wenn ich es dann noch finde. Da ist mein Mew. Hier. Eisenblatt. Ach, doch so einfach. Nein. Zurück. Polaria, da ist mir echt kalt geworden. Ich werde mich mit einer Pizza aufwärmen. Das Essen in der Mensa besteht nur aus Gerichten, die Direktor Ciano mag. Das Menü wirkt nicht sehr ausgewogen, aber seine Esskräfte sind phänomenal. Bist du müde? Definitiv Levi. Matt von den Top 4 ist ein bisschen verpeilt, aber das finde ich voll süß. Von den Top 4 mag ich Levi am liebsten. Er wirkt zwar immer lustlos, aber ist total stark. Welche Soße nimmst du? Ketchup. Willkommen. Hallöchen, such dir aus, was du essen magst. Von der Akademie. Oh Mann, ist das der Boden. Grundkraft, Titelkraft, Allkraft, Schillerkraft.
Merke ich mir, wenn ich hier Shinies handeln möchte. Leifi, ich bin hier. Zeit für das Mensa-Date. Hey, was geht, Soul Hunter? Im Stehen redet sich nicht so bequem, setz dich doch. Also, wenn du mich fragst, ist das Akademie-Menü das Beste hier in der Mensa? Da sind so viele weiche Zutaten drin, dass man kaum essen muss. Ja, das klingt super. Ja, oder? Eine Antwort ganz nach meinem Geschmack. Sag mal, du hast doch starke Pokémon, oder? Mit so einem Team könntest du versuchen, an die Spitze der Blaubeerliga zu kommen. Wäre das nicht krass, wenn es ausgerechnet ein Austauschschüler nach ganz oben schaffen würde? Deshalb finde ich es cool, wenn du an der Blaubeerliga teilnehmen würdest, ne? Bin dabei. Oho, seine Majestät gibt sich die Ehre. Oh, da ist der Champ. Und die Top 4. Levi, was wolltest du besprechen? Ach, nichts Besonderes. Dachte nur, wir könnten mal wieder zusammen happen essen. Dann ist das kein Date. Hm. Die Mensa ist als Treffpunkt dafür wie geschaffen, findest du nicht auch? So eine Zeitverschwendung. Solltest du nicht lieber deine Pokémon trainieren, wenn du für sowas Zeit hast? Kein Wunder, dass du immer gegen mich verlierst. Voll abgeblitzt. Kann dich denn nicht mal die Anwesenheit deines Lieblingsfreundes umstimmen? Was? Soul Hunter? Du hast dich verändert. Was machst du denn hier? Nanu, wusstest du etwas nicht? Wusstest du das etwa nicht? Er ist als Austauschschüler hier. Stimmt das wirklich? Ja, ich kann das auch bestätigen. Direktor Ciano hat uns im Eingangsbereich einander vorgestellt. Wir zwei verstehen uns schon blendend. Ich habe ihn auch gerade eingeladen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Oh, das gefällt mir. Da kocht gleich die Stimmung. Was? Noch nie zuvor hat ein Schüler einer anderen Schule an der Blaubeerliga teilgenommen. Ja, eben. Soul Hunter mag zwar ein starker Trainer sein, aber das geht schon fast zu weit. Ach komm schon, sei doch keine Spielverderberin. Er besucht denselben Unterricht wie wir und hat ein Zimmer hier in unserer Akademie. Das reicht doch wohl, um ihn genauso zu behandeln wie alle anderen. Außerdem wird hier doch so viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schule gelegt. Gut, dann stimmen wir halt ab. Ich bin natürlich voll dafür. Tar, was meinst du? Ich... Es tut mir leid, aber ich finde, dass das gegen die Regeln verstößt. Matt? Ich find's gut. Wenn er hier zur Schule geht, ist er auch ein Schüler der Akademie, oder nicht? Was sagst du dazu, Aaron? Der Antrag ist nicht mit den Regeln vereinbar. Meine Enthaltung dazu ist daher negativ. Ein Unentschieden also. Na, dann fragen wir doch mal den Champ der Blaubeerliga nach seiner Mahnung. Sag an, Joe. Mir ist es egal, wer sich mir entgegenstellt. Ich verliere eh nicht. Dann wäre es dann wohl entschieden. Aber Joe. Levi, so ein manipulatives Verhalten ist ein absolutes No-Go. Wo wurde ich nur wieder hineingezogen? Sorry. Jetzt haben wir dich schon fast dazu gezwungen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Aber überleg doch mal, so könntest du deine Freundschaft zu Joe vertiefen, hm? Und keine Sorge, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Jedenfalls solltest du dich jetzt auch offiziell anmelden. Komm, wir gehen direkt zum Empfang am Eingang. Okay, dann melden wir uns mal an. Oh, Zimmer von Hana können wir jetzt auch besuchen. Sie hat ja nur Mieselkissen. Okay. Oh, süße Puppen. Oh. Wir sollten lieber gehen, bevor sie reinkommt. Eingangsbereich. So viel Story an einem Stück haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja.
Hey, da bist du ja. Hier kannst du dich anmelden. Hallo, wie kann ich dir behilflich sein? Ich will an der Blaubeerliga teilnehmen. Bitte entschuldige, aber du scheinst zum Austausch hier zu sein. Das bedeutet leider, dass du kein offizieller Schüler der Blaubeerakademie bist. Ach, papalapap. Wir haben vorhin unter den Top 4 besprochen, dass das klar geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach so glauben kann, Levi. Es ist genauso, wie Levi gesagt hat. Ich habe die Teilnahme von Soul Hunter 96 genehmigt. Verstanden, sehr wohl, Shempe. Einen Moment bitte. Oh, du hast uns aber aus der Patsche geholfen. Hätte ich nicht von dir erwartet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du irgendwas im Schilde führst. Aber solange ich gegen Soul Hunter antreten kann, soll es mir recht sein. Na, dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Soul Hunter. Wenn du verlierst, bevor du gegen mich kämpfst, werde ich dir das nie verzeihen. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde nicht verlieren. Gut. Wenn du es bis zur Spitze geschafft hast und wir uns gegenüberstehen, dann werde ich dir zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Jo, wie redest du denn mit Soul Hunter? Halt den Mund, Hana. What the f... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Kampf... Wie sehr ich auf diesen Kampf brenne. Das wird ein Spaß. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Bitte entschuldige. Joe ist ganz schön schroff geworden, oder? Ich habe selber auch schon länger nicht mit ihm gesprochen, aber das ging ja gar nicht. Tja, so als hochgeschätzter Champ ist man halt was ganz Besonderes. Levi, du bist doch bestimmt schuld daran, dass Soul Hunter den Liga-Kram verwickelt wurde. Moment, Moment, die Idee kam von ihm. Ist doch so, oder, Soul Hunter? Hm, ja, mehr oder minder. Siehst du, sage ich ja. Streben ja nicht alle danach, große Dinge zu erreichen. Hm, irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Aber wenn du eh schon dabei bist, solltest du dich auch anstrengen. Ich wünsche dir viel Glück. Und bitte kümmere dich um Joe. Versuch es, ja? Danke für deine Geduld. Du bist jetzt offiziell angemeldet. Perfektes Timing. Soul Hunter 96 kann jetzt in der Blaubeerliga antreten. Normalerweise müsstest du am Anfang gegen gewöhnliche Schüler der Akademie kämpfen und so in der Rangliste aufsteigen. Aber da du sowohl von Mitgliedern der Top 4 als auch von Director Siano nominiert wurdest, kannst du gleich auf einen höheren Rang starten. Das heißt, du darfst die Top 4 sofort herausfordern, und zwar an der Basis ihres jeweiligen Areals in der Terra-Kuppel. Ich werde ihre Standorte auf deinem Smart-Router registrieren. Oh, Feuertyp Matt. Die Aufenthaltsorte der Blaubeer-Top 4 wurden auf deiner Karte eingetragen. Um die Top 4 herauszufordern, brauchst du BP. Die erhältst du, indem du die Mission erledigst. Sobald du alle Mitglieder der Top 4 besiegt hast, kannst du gegen den Champ antreten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Blaubeer-Liga. Du kannst dir selbst aussuchen, bei wem du anfängst. Bevor du gegen ein Mitglied der Top 4 antrittst, gibt es auch immer ein kleines Spielchen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Na dann warte ich mal in der Kuppel auf dich. Bis später, Bro. Kann ich hier eigentlich auch an Kursen teilnehmen? Nein, kann ich nicht. Gott, wo bin ich wieder reingeraten? Gut, aber dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Violett. Bis dahin, tüdelü.